Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission. The Curse of the Night Falcon. Ja, wir spielen nicht die Kampagne. Wir spielen eine Fortsetzung zu der kleinen Kampagne. Beziehungsweise so klein war sie eigentlich nicht. Night Falcon kennen wir schon. Und es gibt sozusagen noch einen Zweiteiler. Also eine kleine Mini-Kampagne aus zwei Missionen. Die The Curse of the Night Falcon heißt. Die ich noch nicht gespielt habe. Und ich finde, sie ist sehr passend zur Jahreszeit. Deswegen gehen wir der ganzen mal an. Natürlich wird das eine Christine Schneider Mission und ich glaube, ich weiß schon, worauf ich mich hier einlasse. Es wird lustig. Hier steht es übrigens nochmal, der Fluch des Falken. Was wir da tun müssen, keine Ahnung. Es wurde in der Beschreibung noch reingeschrieben, Scholls Tagebuch. Und das sowas liebe ich ja, wenn man die Informationen in-game lesen muss. Okay, auf jeden Fall alles in Deutsch. Schneegestöber. Hüter Lars hat dir eine Nachricht geschickt. Anscheinend weiß er mehr über den Fluch des Falken. Statte Hüter Lars einen Besuch ab und versorge dich dort mit mehr Informationen. Du brauchst dringend etwas Bargeld, um dir neue Ausrüstung zu kaufen. Mache einen kleinen Streifzug durch die Stadt und erbeute mindestens 3000. Ja, kleinen Streifzug durch die Stadt gehen, 3000 Loot, das ist ja nicht viel. Genau das ist der Punkt, den ich meine. Das ist... Warum? Warum muss man denn immer diese Mission so mega krass mit Loot füllen? 3000 Loot. Das ist Mask-Niveau. Auf Experte. Warum kommt man mit auf normal mit 3000 Loot? Und ich wette mit euch, wir werden zwar viele kleine Lootstellen finden, aber es wird irgendwo einen großen Bereich geben, wo ich wieder ganz viel Loot auf einmal finde. Und mal sehen, ob ich am Ende recht habe. Pass gut auf den Night Falcon auf, nehm ihn auf jeden Fall wieder mit. Den haben wir in der Kampagne ja geklaut und dann, weiß ich nicht, hatten wir den abgegeben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir den Night Falcon ja irgendwann. Und jetzt scheinen wir ihn immer noch zu haben. Naja. Auf hart erhöht sich der auf 4000. Und ich darf keine Unschuldigen umbringen. Und auf Experte 5000. Und ich darf niemanden umbringen. 5000 Loot. Es ist wirklich... Mir fehlen die Worte. Okay. Oh. Um diese Jahreszeit? Macht's gut, Vögelchen. Aber es sieht echt cool aus. Also, sehr hübsch. Deswegen mache ich hier gleich ein Bildchen. Hier geht's nach links. Diese Tür kann ich nicht öffnen. Hallo. Was ist das? Hallo, Wache. Die Tür kann ich öffnen. Wir haben zwei Dietriche und das Tagebuch. Okay, es ist nur eine Seite. Das kann ich ja durchlesen. Als ich nach meiner langen Suche den Night Falcon endlich in Händen hielt, wähnte ich mich am Ziel meiner Wünsche. Doch irgendetwas stimmt nicht. Der Night Falcon scheint nutzlos zu sein. Nacht für Nacht suchen mich schreckliche Albträume heim. Furchtbare Visionen von Feuer und Zerstörung. Ich spüre, dass eine starke Macht von den Night Falcon ausgeht. Schön, dass auch Night Falcon die ganze Zeit genannt wird, obwohl es halt eigentlich deutsch alles ist und Nachtfalke klingt halt nicht so toll, ne? Doch ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Ich muss es herausfinden. Ein alter Bekannter, Hüter Lars, ist auch ein schöner Name, hat mir heute einen Brief geschickt. Oh, wie nett. Es scheint, dass er mehr über den Night Falcon weiß. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Hüter Lars. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Vielleicht kann er auch dieses Tagebuch in den Arsch schieben. Das ist die Story. Wow. Also wir müssen Hüter Lars. Den müssen wir auf jeden Fall finden. Und das ist das erste Gebäude, wo wir reingehen können. Und das ist so typisch, ja, ich muss sagen, Christine Schneider-Style. Sie baut immer alles sehr optisch wunderschön auf. Aber es ist mal sehr, sehr inhaltslos. Es kommt mir immer so vor, dass in der Reihenfolge so gebaut wird. Ist da unten was? Ah, hier. Das sieht ein bisschen komisch aus, das Bett. Dass immer alles vorher aufgebaut wird und danach erst überlegt wird, kann ich hier Musik machen? Nein. Und dass nachhinein dann geguckt wird, ja, wie bauen wir jetzt noch eine Story ein und so. Naja. Das blöde Tagebuch brauche ich nicht. Wir haben ein Schwert. Oh, das ist noch von der Kampagne. Blackjack, keine Pfeile. Ich habe keinen einzigen Pfeil. Das ist ja wunderbar. Da bin ich ja gespannt, wie viele Stellen wir noch Wasserpfeile verwenden müssen.
Oh, oh. Komm mal hier rein. Okay, hier scheint, Was war das? Ziemlich gut bewacht zu sein. Komme ich an der vorbei? Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch um. Hier ist doch übelst hell. Ist das eine Polizeistation? Ich habe keinen Wasserfall. Ich kann nicht mal Licht löschen. Das hier kann ich sowieso nicht löschen. Da hinten läuft ein Bulle rum. Warte mal, es gibt noch einen Trick. Genau, ein bisschen schieben. Komm schon, komm schon. Das Dumme ist nur, ich schieb sie gerade ein bisschen weiter nach rechts. Komm schon, beweg dich. Ah, ja, das ist gut. Ach, ich schnüffle an deinen Hintern. Das ist aber nicht so schön. Lass mich durch. Ich schieb die gerade durch die ganze Weltgeschichte. Das sollte eigentlich nicht so sein. Aber ich muss ja eigentlich nur hinter ihr gelangen, weil so könnte ich... Weil die Tür öffnet sich leider nach rechts, nach außen. So komme ich nicht... Kann ich nicht rechtzeitig vorbeihuschen, dass sie mich sieht. Ich frage mich auch, wie sich die Autorin das gedacht hat. Wahrscheinlich soll ich die K.O. schlagen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil du kommst hier anders nicht rein, wie ich sehe. Aber das sehen wir ja dann, wenn wir drin sind, ob es da noch eine Alternative gibt. So, komm schon, beweg dich. Beweg dich, du Pferdefuß! Okay. Hä? Es ist still geworden da drin. Habt ihr es gehört? Er wollte seinen Satz sagen. Und auf einmal hat er aufgehört. Hat er mich etwa gehört? Okay, das sieht gut aus. Ih, Schleim. Ja. Komm schon. Okay, ich glaube, ich hab's. Jetzt muss ich sie nur noch ein bisschen nach vorne prügeln. Komm, vielleicht waren es Ratten. Beweg dich. Das wäre wenigstens ein kleiner Happen Fleisch. Oh, nein, nicht das Schwert. Komm schon. Beweg dich. Ich drück sie gerade nur nach vorne. Ja, das ist gut, so ist gut. Obwohl, kriege ich die überhaupt noch weiter? Die ist ja direkt auf die Karte. Oh ja, jetzt geht's. So, jetzt habe ich das Problem. Jetzt ist sie ziemlich weit hier rechts. Jetzt müssen wir sie wieder in die andere Richtung schieben. Okay, ich save mal hier. Ja. So, jetzt kann ich sie wieder nach links schieben. Weil ich glaube nicht, dass ich hier vorbeikomme. Wer ist da? Hier bin ich im Dunkeln. Aber wenn ich, sobald ich hier vorlaufe, wird sie mich sofort sehen. I. Aber ich glaube, ich krieg sie nicht über die Kante. Ich muss ein bisschen auf die Füße achten. Es ist echt eine scheiß Stelle. Das ist echt eine miese Stelle. Komm schon. Oh ja, warte mal, jetzt glaube ich geht's, oder? Ja, ich glaube, ich krieg's runter. Es würde auch reichen, wenn ich es weiter nach vorne schiebe. Ja, so, oh, das ist perfekt. Warte mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Warte mal, ich save nochmal. Noch ein Stück, dann fällt sie runter. Na, komm schon, du schwebst doch schon. Noch ein Stück, dann ist sie... Dürfte sie mich nicht sehen. Okay, das wird irgendwie nichts gerade. Doch, jetzt. Ah, so gut. Okay. Jetzt können wir es mal tryen. Okay, jetzt kommt gerade einer rein. Oder raus. Oder wie auch immer. Oh, okay. Oh, da ist auch eine Wache. Was ist da los? Ah! Orgasmus oder was? Ich hasse schräge.
Okay, warte mal, hier können wir gleich mal reingehen. Muss erst mal gucken, wie der patrouilliert. Okay, der geht hier lang. Bis zu mir. Okay, geht da hier rein, dürfte er eigentlich nicht wollen. Oh, der hat einen Sack. Den hole ich mir nachher. Und dann geht er rechts in den Raum. Und dann geht er links in den Raum. Und dann geht er dahinter, glaube ich. Okay. Eine Uhr, eine Nachricht. Lord Wilfer, bla bla bla. Belohnung, Garrett, die bla. Okay. Das scheint nicht interessant zu sein. Haben wir sonst noch irgendwie Loot oder so versteckt? Scheint nicht. Ach da, okay. Die gute alte Flasche. Okay, jetzt geht er da rein. Was war das? Hast du auch was gehört? Wie, du auch was? Okay, wir sollten alles mitnehmen, was wir kriegen können. Hier ist noch ein Büchlein. Alles ruhig und friedlich, heute Nacht wieder so eine langweilige Schicht. Bla bla bla, ich friere mir den Arsch ab. Okay, der Typ kommt wieder und jetzt macht er wieder dieselbe Patrouille. Zu mir, dann rechts, dann links, dann dahinter. Das heißt, wir fangen auch in der Reihenfolge an. Wir gehen rechts, dann links. Ah ne, links brauchen wir ja nicht. Rechts, dann hinter. Und dann versuchen wir wieder rauszugehen. Ist echt schwer, eine echt schwere Mission, wenn man das auf erstens auf Experte spielt und dann noch keine K.O.s macht. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Danke. Ei, wow, Wasserpfeile. Drei Wasserpfeile. Sehr schön. Dann scheint hier nichts zu sein. Okay. Okay, da geht er rein. Hier geht er nicht rein. Das ist für mich wahrscheinlich so eine Art Zuflucht. Zufluchtsort. Aber hier scheint auch nichts zu sein. So, okay, was haben wir denn hier? Bier und bla. Oh, natürlich, eine Pizza. Das ist übrigens auch etwas, wofür Christine Schneider steht. Sehr viel Food. Unsichtbarkeitstrank, der könnte nützlich sein. Okay, wo ist der jetzt lang? Ach, der ist jetzt in den Raum rein. Und dann geht er in den gegenüberliegenden. Wieder in derselben Reihenfolge. Genau. So, dann danach geht er ja wieder da hinten hin. Genau, perfekt. Ey, da müssten wir ja hier alles durch haben. Schaffe ich das? Jo. Wo kommen diese Geräusche her? Puh. Okay. Das war echt eine schwere Stelle. Ich glaube... Nicht wundern, wenn dann so ein Cut drin ist, dann war das die Stelle, wo ich sie rausgecuttet habe. Warte mal, ich kann ja mal ein Hardsave machen. Das war... Na, 10 Minuten hat das Ganze gedauert. Das war nicht so lange. Also für diesen kurzen Abschnitt war es lange, aber... Dafür, dass ich da ja nicht so viel knobeln musste. Okay, hier ist eine Wache. Du hast nichts bei dir. Das scheint schon das erste Viertel zu sein. Dann... Und hier scheint es weiter zu gehen. Unsinn. War vermutlich nur ein Anfänger. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo die Musik her ist. Von Konstantin Zwiller, glaube ich, war. Ja, von Konstantin Zwiller ist das. Hier ist ein Türchen. Das Türchen ist aber zu. Also gibt's nur hier lang. Wo sind wir hier? Oh, keine Wasserpfeile. Oh, Flasche ist was wert.
Die sah auch besonders, die sah auch anders aus. Die sah aus wie die in My Favorite Year. Hüte-Medaillen. Okay. Brauche ich die noch? Was ist denn das hier? Gaselixier. Brandöl. Warte mal. Oh mein Gott. Warte mal, dann ist das andere Gas. Kann das auch... Okay, das betäubt und es macht Licht aus. Okay, das ist... Also ich weiß nicht, wie laut das ist, aber es könnte zu den gegebenen Zeitpunkten sehr nützlich sein. Das Brandelixier eher nicht. Ah, ich weiß aber nicht. Ich glaube, ich nehm's. Ich habe ja keine Feuerpfeile und ich habe allgemein nicht viel Ausrüstung. Deswegen nehme ich es lieber mal mit. Ob da wohl ein Secret ist? Ah. Ach, unser Hüter Lars-Freund. Hüter Lars, bist du da? Larsi-Boy? Okay, hier ist noch eine Nachricht. Ach du Scheiße. Soll ich das alles durchlesen? Okay, ich mach's einfach. Was soll's. Der Nightfalken war das heilige Symbol der Bruderschaft des Falken, deren Mitglieder direkt danach kommen, der einstigen Bewohner der Stadt Mereska waren. Jedoch belegte der Zauberer Edmund den Nightfalken mit einem Fluch, dem alle Mitglieder der Bruderschaft zum Opfer fielen. Ist das nicht die Story vom ersten Teil? Irgendwie? Kann sein, oder? Jeder, der den Nightfalken in den Händen hält, wird von dem Fluch bedroht werden. Ich fürchte, unser ehemaliger Bruder Garrett ist in höchster Gefahr. Er muss schnell handeln, wenn er nicht auch er ein Opfer des Fluches werden will. Oh, Schreck. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Ich hoffe, mein Brief erreicht ihn noch rechtzeitig. Das hat er. Dein Nightfalken stammt den heiligen Feuer der Kathedrale von Mereska, der Stadt von Flammen, durch Flammen, was? Der Flammen, okay. Er war ein Geschenk der Göttin Runia. Über seine magische Fähigkeiten ist leider nur wenig bekannt. Er soll in der Lage sein, geheimnisvolle Wesen darauf heraufzubeschwören oder seinen Besitzer geheime Schätze zu zeigen. Das klingt interessant, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt hier. Die Stadt Mereska, nach Stadt der Flammen genannt, befand sich tief unter der Erdoberfläche. Man konnte die Stadt nur durch ein magisches Portal betreten oder verlassen. Vermutlich wurde die Stadt Mereska durch eine Naturkatastrophe zerstört. Ich konnte es gerade nicht aussprechen. Die überlebenden Bewohner flüchteten in die Stadt, an die Oberfläche, die kurz darauf ebenfalls von einem Erdbeben zerstört wurde. Wie dumm ist das denn? Das Portal kann nur durch 5 magische Steine aktiviert werden. 2 dieser Steine besitzt Garrett bereits. Diese beiden Steine wurden auch benutzt, um den Raum, in dem sich der Nightfalken befand, zu versiegeln. Die anderen 3 Portalsteine galten lange als verschollen, bis zum vergangenen Herbst. Bei Bauarbeiten an den Mauern der Stadtparks stießen die Arbeiter auf einige alte Ruinen und fanden dort die 3 Steine. Nichts ahnend über die wahre Bestimmung der Steine hat sie der Bürgermeister an Daron Termesk, einen Antiquitätshändler, verkauft. Unklar ist, ob das magische Portal zur Stadt Mereska noch intakt ist. Es soll sich irgendwo in der Ruinenstadt befinden. Auch weiß niemand, dass denjenigen erwartet, der das Portal zur Stadt Mereska durchschreitet. Meiner Nachforschung zufolge gibt es nur eine Möglichkeit, den Nightfalken vom Fluch zu befreien. Man muss ihn in das heilige Feuer der Kathedrale von Mereska, das ist ein cooler Name, werfen. Dem es ernst entstammte. Nur dieses heilige Feuer kann ihn reinigen. Bla 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 bla. Ja, Hüter Lars. Okay, also kurz gefasst, wir müssen 3 Kiesel finden, die irgendein Antiquitätshändler hat. Und dann müssen wir zu dieser Ruine nach Mereska. Können das da öffnen und da können wir den Nightfalken kaputt machen. So, was sind unsere Ziele? Das sind nicht gerade gute Neuigkeiten. Du musst erst diese 3 Portalsteine-Dinger. Ja. Und was ist mit Hüter Lars passiert? Okay, das haben wir auch rausfinden. Haben wir überhaupt eine Karte? Natürlich haben wir keine Karte. Ich glaube, ich habe noch in keiner Christine Schneider Mission eine Karte gehabt. Aber was ist mit Hüter Schmars? Der ist irgendwie nicht da. Das heißt, den müssen wir auch noch suchen. Und Steine. Aber gut, wenn die verkauft wurden, dann werden die an einem Ort sein. Oh, Verzeihung. Nichts Besonderes mehr da. Oh shit. Okay, hier sind wir jetzt in der nächsten Stadt. Da scheint nichts mehr zu sein. Stadtviertel. Die Frage ist nur, wo. Ist da jetzt auch noch lang? Oh. Hier ist verschlossen. Mehr stört meine Ruhe.
Hörst du das? Oh Gott, wer bist du denn? Können wir gucken, ob die Loot bei sich hat. Bist du der Tamer Mimimi? Wie auch immer hieß. Nee, du bist kein Antiquitätshändler. Du siehst ziemlich klein aus. Oh, ein Ring. Aber es fängt wieder so an mit, guckt euch an, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen Loot geschnappt. Aber es wird irgendwann einen Ort geben, wo es verdammt viel Loot gibt. Alter, wie viele Leute hier rumlaufen. Nichts mehr zu sehen. Da ist Frau Moslemann. Da geht's auch lang. Wir bleiben erstmal hier und danach gehen wir ins nächste Viertel. Kann ich hier rein? Also diese Türen scheinen nicht zu funktionieren. Oh mein Gott. Da geht's auch noch lang. Du hast nichts bei dir. Die gehen da hinten lang, okay. An sich sieht das, was ich halt sehr positiv finde, also allgemein, weil das ja so schön optisch gestaltet ist, dass das nicht alles komplett kerzengerade ist mit dem Schnee hier, sondern hier auch so kleine Dellen drin sind und Hügel und so. Das macht das Ganze viel schöner. Es ist nur verdammt still hier draußen. Hier hast du wirklich nur den kalten Wind. Kann ich jetzt hier rein? Dachte ich, hätte was gesehen. Okay, da ist jemand drinne. Ist doof, dass ich das Medaillon jetzt habe und nicht ablegen kann. Das macht nur mein Inventar voll. Okay, das ist ein. Nein, mein Hals ist zu weit. Ich bin irgendwie durchgeflutscht. Ich wollte eigentlich nur reingucken, wer da rumläuft. Ach, da ist eine. Ich habe ein Schwert gesehen. Ich glaube, das ist eine Wache. Vor allem, man kann ja nicht mal alle K.O. schlagen. Ja, hast ja auch noch einen Wachen mit so Superhelm. Okay, wir warten mal kurz, bis der da reinläuft. Ich glaube, das ist eine Türe. Da ist nämlich ein Türrahmen. Keine Ahnung, wozu diese ganzen Codes gut sind. Okay, der geht da rein. Okay, das ist ein Lager. Oh Gott. Safe-Schlüssel. Das war laut. Ich verstecke mich einfach hier. Ich hoffe, ich bin hier safe. Okay, es hat funktioniert. Ach, das ist der Safe. Okay. Hier ist nur Schotter. Ich dachte, hier wäre schon wieder was Besonderes. Das ist einfach nur ein stinknormales Lager. So wie es aussieht. Was ist das denn? Könnte das LW sein für Lord Wilhelm Dings? Da war doch irgendwas mit dem, dass der Garrett ein Kopfgeld auf Garrett ausgesetzt hat. Okay, wir könnten jetzt hier hinten lang gleich. Ach, es war bestimmt nichts. Wir könnten aber auch erst rechts lang gehen. Wo willst du denn hin? Was habe ich da nur gesehen? Alter, hier sind so viele Wachen. Oh, die kommen. Oh, die kommen auch gerade alle von dort. Okay, wir gehen einfach hier rein. Okay, ich dachte, hier wäre Loot. Hier kommen wir nicht rein. Okay, das ist ein. Ich hoffe nur, wie gesagt, wir müssen nur gucken, wie weit wir kommen können. Okay, hier haben wir nochmal ein komplettes Gebiet. Ich mache lieber mal ein paar Bilder mehr. Ich weiß nämlich nicht, ob es dafür überhaupt Bilder gibt. Hey, was ist da los? Ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. Okay, der patrouilliert hier lang. Oh Mann, ich glaube, das war wohl nichts. Oh, in dem Gebäude läuft jemand rum. Das heißt, da komme ich vielleicht rein. Ja. Wer ist da? Hilfe! Nein! Hey, das war Jeni. Hey, Jeni. Was? Jed? Was stand da? Apotheke. Okay,
Okay, kann ich mich verstecken? Ist nicht sehr safe hier. Und hier drüben? Auch nicht safe. Okay, Jeni. Die Jeni wäre. Die kennen wir doch. Die kommt da gleich raus. Oder rein. Das ist eine Apotheke, okay. Jeni hat eine Apotheke bekommen. War da nicht jemand? Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Okay, der ist eine Weile unterwegs, hoffe ich. Schauen wir uns hier mal um. Was haben wir da? Ein Schädel, der was wert ist. Das sieht aus wie Weihwasser. Das ist Weihwasser. Und eine Geldbörse. Okay, ich sollte mich beeilen. Ich weiß nicht, wann sie wiederkommt. Okay. Was steht denn hier? Die Leute in der Stadt sind einfach zu gesund. Ich war bei der seit Wochen anhaltenden Kälte und den Schneefall holen sie sich eine Erkältung. Ich hatte schon seit über einer Woche keinen Kunden mehr. Die einzige, die krank ist und von einer hartnäckigen Bronchitis geplagt wird, bin ich. Okay, also die sind alle ziemlich gut drauf. Okay, die waren eine Weile unterwegs. Das heißt, da hinten geht es noch ziemlich weit rein. Eigentlich sehr unbefriedigend, dass man jetzt solche Level hier macht. Ich sag jetzt einfach mal, es sind Level. Wer ist da? Halt die Fresse! So. Und am Ende ist das alles nur so ein kleiner Teil von Loot. Und der wahre Loot. Hallo? Wer? Ist da jemand? Okay, ich versteck mich mal hier. Ah, ist nicht sehr safe. Der wahre Loot ist dann in, ich gehe jetzt hier rein. Ach, und dann geht's ja von da aus wieder zurück. Der wahre Loot ist dann erst in den anderen in so einem eigenen Level dann. So ein Anwesen. Vielleicht von diesen... Ja? Nein! Nein, er hat mich gehört. Oh nein, hör auf. Ich habe nichts getan. Ich bin nur ein bisschen tollpatschig. Hör auf, Englisch zu reden! Entscheide dich für eine Language. Wobei, mache ich ja auch nicht. Okay. Ich hoffe, die ist nur nicht jetzt gewarnt. Was ist hier? Ach, eine Küche. Loot ist gut. Und hier ist nichts drin. Oh, sie kommt. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Hoffe ich. Was ist da los? Lieber ein falscher Alarm als ein Notfall. Mal sehen, was das war. Okay, man kommt hier nicht rein. Okay. Hier ist eine Nische, hier ist aber nichts. Ich finde, sowas ist ein schönes Detail mit diesen, dass der Schnee nicht kerzengerade so da anhängt, sondern da auch eine kleine, einen kleinen Halbhügel macht. Oh Gott, das war knapp. Das ist wieder so eine gelbe Tür. Alles ruhig, Bahn voll ran. Oh, eine Albino-Ratte. Nein, danke. So hungrig bin ich dann doch nicht. Also, ihr solltet was Richtiges essen. Und nicht so ein Blödsinn. Hier. Okay. Ja, es war verschlossen. Das war mein erster Gedanke und er war richtig. Okay, hier wohnt jemand Armes, würde ich sagen. Oh, aber dieser Arme hat Wasserpfeile. Oh, und eine Münze. Und noch eine Münze. Ah, es ist okay. Oh ja, hier ist noch was. Und das ist ein Heidenbild. Ich würde sagen, dass hier wohnt ein Heider. Ah, der ist nicht zu Hause. Jetzt auch rein. Oh, diese typischen Öfen. Der hat sie, glaube ich, auch selber modelliert. Ich weiß es nicht genau. Oh, hier ist viel Schotter. Sind wir jetzt hier beim Adling gelandet. Scheinen aber noch im Kellerbereich zu sein. Oh,
Bei diesen Öfen muss man auch vorsichtig sein. Da können sich Leute sehr oft verletzen. Okay, ich glaube, das Ding ist das jetzt. Ist da was im Waschbecken drin? Kann ich reingucken. Ich kann da nicht scrappen, also... Ach so, da hinten ist noch was. Ich gehe mal davon aus, dass da nichts drin ist. Breitkopfpfeile. Genau die brauche ich ja jetzt in einer Mission, wo ich nicht töten darf. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich damit Leute ablenken kann. Okay, da guckt nur in die Richtung. Oh, hier sieht es doch nach einem Sekret aus. Ich dachte, da war was. Aber ich habe hier keinen Schalter. Oh, da ist ein Key. Falscher Alarm, hier ist niemand. Der Schlüssel zum Stadtpark. Ach du Scheiße. Drei seltsame rote Steine. Bla, bla. Erdbeben, das wissen wir alle schon. Leiter des städtischen Gartenbauamts. Okay, Meinert. Der hat wahrscheinlich die Steine gefunden. Was geht hier vor? Steine gefunden. Okay. Einen Healt. Hier ist nichts. Einen Healtränk. Kein Schalter hier irgendwo dazwischen. Ich komme auch nicht. Das sieht doch nach einem Secret aus. Warte mal, ich mach nochmal Safe. Bannermord. Hallo, wer ist da? Nee, geht nicht. Das sieht normal aus. Aber ich sehe jetzt hier keinen. Ist die Taste vielleicht ein Schalter? Warte. Da jemand. Schön Krach machen, aber die sind sehr aufmerksam. Guten Tag, Leute! Okay. Ich würde sagen, keine Ahnung, wo das Secret sein soll. Wir gehen erstmal raus. Wir haben einen neuen Key bekommen. Stadtpark gibt es anscheinend noch. Oh, da hinten ist ein Schneemann mit einer... Mit einer Schlittin. Hallo. Da komme ich wieder nicht rein. Okay, dann machen wir mal hier wieder ein Hard Save. 14 Minuten später. Plus minus wegen Ladesachen. Achso, die laufen immer hier so im Kreis. Hoffentlich kommen mir das Mädel mir nicht entgegen. Was war das? Okay, jetzt haben wir nur noch diesen Weg hier. An dem hier vorbei. Okay, hier sind sehr viele Leute. Der läuft auch gerade da raus. Die laufen dann da hinten in die Ecke. Ich hoffe, das ist getarnt genug. Was habe ich da nur gesehen? Ich sehe euch doch. Kommt heraus. Kommt heraus und erstattet Bericht. Ah, jetzt sind die triggert. Das mag ich nicht. Kommt herausgekrochen, ihr Herumtreiber. Nein. Ey, der lässt aber auch nicht mich in Ruhe, ne? Es ist alles in Ordnung. Kommt heraus und kämpft. Warte nur, gleich bin ich da. Oh, ich muss überlegen, ob ich jetzt nochmal neu lade. Da wurde auf einmal... Die Lightmap ist echt nicht schick gesetzt. Ich warte erstmal, bis die auch weg ist, dass der alleine ist.
komme auch anders nicht an den vorbei. Ich kann ja aber keinen Seilfall oder sowas finden. Okay, versuchen wir es nochmal. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch wer. Also gut. Was ist? Keine Bewegung, Garrett. Ach, leck mich doch! Wenn ich jetzt hier links am Rand bleibe. Hallo? Ach, das hat geklappt. Fick dich. Birnentyp. Scheint alles ruhig zu sein. Okay, wo sind wir hier? Okay, da ist ein Laden. Da kann man wahrscheinlich wieder reingehen. Wie kommt man dich so nicht rein? Okay. Gibt es anscheinend einen weiteren Weg? Hier ist noch eine Wache. Was? Ach, die sieht mich doch, wenn ich das Ding da knacke. Ich hab zwar einen Unsichtbarkeitstrank. Aber dafür auszugeben, wäre ein bisschen dumm, oder? Ich habe zwei. Ist da jemand? Bin wohl übermüdet. Ich sehe ja schon Gespenster. Ich komme da nicht ran. Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Die Dinge haben sich geändert. Vielleicht waren es Ratten. Das wäre dieses kleine kleiner. Hier steht Brot. Vielleicht waren es Ratten. Hey, da hinten ist ein riesiges Tor. Ist das vielleicht das Anwesen? Jemand zu Hause? Das ist buchstäblich, wenn man Christine Schneider Fanmissionen zusammenfassen will, dann braucht man nur dieses Bild. Fressen, bis man platzt. Ich weiß auch nicht, was da die Faszination dahinter ist, dass sie so viel Essbares haben. Ich bin doch kein Berserker, der ständig Lebenspunkte nachregenerieren muss. Okay, es scheint hier nicht zu sein. Gibt's aber echt schlecht die Stellen, wo man sich wirklich verstecken kann. Hier ist eine Wache, die direkt in meine Richtung guckt. Die laufen hier einmal im Kreis. Hier ist ein Gebäude mit einem Schild dran. Das könnte vielleicht begehbar sein. Und dann da hinten ist ein riesiges Areal. Da gehen wir als erstes hin. Die haben auch alle keinen Loot. Buchhandlung. Scheiße. Du, wer ist da? Sprecht. Ich habe es mir schon gedacht, dass das nicht so einfach wird. Doch nicht. Wir haben zum Glück ein paar Wasserpfeile ergattert. Was war das? Ah, wer war das? Okay, ich versuch's nochmal. Jetzt rein. Ja. Wer ist da? Wachen! Ja, das kam perfekt. Na gut, dann müssen wir das Licht hier auch noch ausmachen. Machen wir am besten hier, oder? Ich weiß nicht, ob da hinten was ist. Oh, da ist eine Flasche. Oh, der hat was. Okay. Die sind so mega aufmerksam. Ja. Ich hasse es, wenn nicht sich jemand von mir Liebling versteckt. Ach, und du hast mich wieder gesehen. Ich hasse es. Ja. Wer ist da? Bist du das, Liebling? Lalalalalala, leck mich doch. Was war das? Geht hier vor? Hä, warum ist sie denn jetzt so scheiße? Wie muss ich mich denn stellen? Warte mal, ich muss gleich hier rüber. Ja. Wer hier ist er? Greif! Hey, ich bin doch hier rüber gekommen! Nicht mehr zu ihm? Was war das? Hier? Er ist bewaffnet! Was ist mit der fucking Lightmap los? Was ist mit der fucking Lightmap los? Ich bin doch hier durchgekommen. Gut, dann machen wir das hier auch noch aus. Damit ihr nicht rumkrölt. Wie wär's mit einer gemütlichen Lesestunde, Garrett? Ja, natürlich. Was ist das denn? Mesker auf Stadt der Flammen genannt, soll einst eine reiche, blühende Stadt unter der Erde gewesen sein.
Ja, das reicht, das haben wir einmal durchgelesen, da brauchen wir nicht noch mehr. Kann man hier oben noch irgendwas finden? Ja, wir haben jetzt 3 Wasserpfeile verballert, nur für bisschen, naja, Loot ist immer wichtig, aber es ist trotzdem ärgerlich. Es ist sehr ärgerlich. Das ist echt schwer zu deuten. Ja, okay, hier ist überall teilweise Licht. Die Lightmaps sind echt furchtbar. Oh, was ist das hier? Oh, man kann es berühren. Vielleicht hat das noch eine Bewandtnis, ich weiß es nicht. Hier ist aber immer ein riesiges Gebiet. Der hat eine Nachricht bei sich. An alle Wachen, vor einigen Nächten wurden in Stadtpark einige seltsame Erscheinungen gesichtet. Die Augenzeugen sprachen davon, dass die Bäume umherlaufen würden. Oh nein, Baum-Tree-Bees. Das klingt natürlich ziemlich unglaubwürdig, aber um eine Unruhe in der Bevölkerung zu vermeiden, bleibt der Stadtpark ab sofort über Nacht geschlossen. Sollten Sie irgendwas Ungewöhnliches bemerken, so werden Sie sich an Herrn Meinert, den Leiter des Gartenbauamtes, er hat den Schlüssel für die Tore zum Stadtpark und wird Ihnen, falls nötig, behilflich sein. Okay. Das ist der Schlüssel, den wir hier geklaut haben. Da, den hier. Das bedeutet, wir können hier rein. Was war das für ein Geräusch? Wow. Also für einen Stadtpark, hier so noch so einen Tunnel zu machen. Die Frage ist, müssen wir schon hier hin? Ich habe... Wenn du alles erledigt hast, finde einen Zugang zur alten Ruinenstadt. Vielleicht finden wir hier den Zugang. Und das ist quasi unser... Das sind keine Tree Beast. Da war doch was Weißes. Das sind Eis-Golems. Sind noch ein bisschen Loot. Oh ja. Okay, jetzt soll hier irgendwo der Zugang sein. Vielleicht hier am Brunnen. Oh Gott. Ah, ich habe ihn gefunden. Und dann noch schwere Steine, ey. Okay, die scheinen gar nichts, keinen Sound zu machen. Okay. Das war nicht schlau. Okay, die können Sound machen, aber nicht auf Schnee, okay. Warum macht man noch eine Doppelwand? Reicht nicht einmal Steine? Okay, das sieht so ruinhaft aus. Ich glaube, das ist dann unser Fluchtweg zur Ruinenstadt. Glaube ich. Also könnte es groß... Könnte es sein auf jeden Fall. Okay, dann haben wir jetzt schon ein Ziel, wo wir hin müssen. Ist typisch für mich, dass ich immer die Ziele vorher finde. Ist hier noch ein bisschen Loot versteckt? Nee. Da waren einfach Diamanten im Brunnen. Diamanten. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie sieht unser Konto aus? Naja, 1,6. Okay, das ist, okay. Was war das für ein Geräusch? Das ist okay. Für den Anfang. Weil ich gehe jeder Wette ein, dass das jetzt zwar viel Gekrame ist, aber wir werden den Rest. Wir werden den Rest in irgendein großes Gebäude finden. Vielleicht beim Antiquitätshändler.
Wer ist da? Nichts Besonderes mehr da. Zurück an die Arbeit. An sich ist das ja alles sehr hübsch gemacht und so, aber spielerisch ist es echt eine Qual. Und ich weiß, Mecker, Mecker, Mecker. Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Aber ich bin der, hier leidet, nicht ihr. Okay, wie komme ich jetzt hier durch? Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch. Hast du was gesehen? Okay, hier ist noch so ein Laden. Das nächste Mal trinke ich nur eine Kanne Kaffee. Und da scheint irgendwas Besonderes zu sein. Da ist wieder ein Schild dran, ne? Vielleicht das Anwesen? Haut ab, kommt mir nicht so nah. Hier ist noch eine Türe. Hier komme ich rein. Okay, da komme ich so nicht rein. Oh, ist nicht mal abgeschlossen. Okay, eine Treppe gibt's hier. Hier scheint nur Gemüse zu sein. Ja, Hilfe! Ah, ernsthaft? Okay, also man... Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Man ist sofort enttarnt. Ich muss das... Wobei, wir können ja mal... Ja, natürlich, die hat mich gesehen. Schon wieder? Hey, sie ist doch geblendet. Oh nein! Hey, das hat auch noch den Effekt, dass man geblendet wird. Wie geil ist das denn? Ach, jetzt klappt's auf einmal. Ich hoffe, das lohnt sich hier. Ich habe schon wieder Wasserpfeil verballert. Wow, ein paar Münzen. Also es ist jeder Abschnitt ist echt heftig. Okay, da hinten ist es dunkel bei ihr. Komm ich an ihr auch ran? Ah, ich hab's gewusst. Guck mal, da ist Loot. Und da ist auch Loot. Oder? Ja, Gewürze. Aber kein Käse. Okay, ich komm so nicht ran. Dann kommen wir wieder zu unserer guten alten, wie schiebe ich den NPC nach vorne? Methode. Weil ich glaube sehr stark dran, dass man in dieser Mission die Leute K.O. schlagen soll. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn ich jetzt hier in Universe, ne, hier reinkomme, die Lampen nicht ausschieße, dann wird die sowieso schreiend auf mich losgehen und ja, okay, ich habe vielleicht ein paar Wachen draußen K.O. geschlagen, weil alle kriegst du ja nicht K.O. wegen den Helm. Komm noch nicht ran, okay. Das bedeutet, wieso, da wurde nicht drüber nachgedacht, wie genau das hier gemacht wird. Ja, ist klar, dass die Theke Richtung Eingang guckt. Das ist normal, aber dann sollte man das wenigstens ein bisschen sie-freundlicher machen. Und mir mehr Möglichkeiten geben, an ihr vorbeizuhuschen. Die guckt ja genau... Okay. Die guckt genau in meine Richtung, wenn ich reinkomme. So, jetzt komm. 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 Noch ein Stück. Bist doch nicht ganz am Rand. Komm, du weißt, du willst es doch auch. Ich glaube... Oder ist sie jetzt... ist sie schon weit genug? Warte mal, ich kann es ja mal probieren. Oh, es geht. Ja? Wer ist da? Ich sehe ihre Patschehand. Okay, Silbermünzen. Schnell aus. Die Fackeln brillen verdammt schnell aus. Ich bin eine doofe Wache. Geht's denn hier hin? Wer ist da? Okay, da hinten ist wieder eine Türe. Und wieder Licht, was man löschen könnte. Vielleicht schaffe ich es ja ohne. Okay, der hat Loot bei sich. Was ist da los? Oh, die Tür ist fake.
Okay, komm schon. Scheint alles ruhig zu sein. Okay, er hat mich nicht bemerkt. Falscher Alarm. Okay, das ist okay hier, aber man muss echt wissen, wo die Lightmaps sind. Weil guck mal, an meinen Lichtkegel, es ist echt schwierig zu sagen, wann ich sichtbar bin und wann nicht. Okay, noch ein Gebiet. Ah, ich habe das eine Haus noch nicht gemacht. Naja, gut, da hinten ist der Park, das heißt unser Fluchtweg. Das heißt, da hinten müssen wir eh nochmal lang. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang und wenn wir hier alles erledigt haben, gehen wir noch an diesen einen Haus vorbei, wo das Schild dran war außen. Oh, eine rote Tür. Okay, ist bestimmt was Besonderes hier. Genau, es ist eine Fake Door. Aber hier ist Loot. Kann ich hier rein? Das geht auch nicht. Okay, was haben wir hier für ein Gebiet? Hallo? Irgendjemand da? Ich mach mal hier ein Hard Save. Oh, das wäre eine Wache, die man nicht K.O. schlagen kann. Oh, eine blaue Tür. Aber da ist ein Schild dran. Und immer da, wo ein Schild dran ist, ging es bisher rein. War ich das oder hat sich da was bewegt? Okay, die haben alle kein Loot. Daro und Thomas, Antiquitätenhandlung. Okay. Alles ruhig. Na gut. Da müssen wir hin. Da müssen wir rein. Oh, und so schnell wie möglich. Die Wache kommt wieder. Da drüben. Du hast einen großen Fehler gemacht, Schleicher. Hä, weil ich die Tür geöffnet habe? Natürlich. Die kriegen das nicht mit, wenn die Türen geöffnet werden. Wie ja so ein Kommentarschreiber das mal gemacht hat. Die müssen dich gesehen und gehört haben. Ich bin ein Thief-Experte. Sorry, da musste mal sein. Also es kommt mir vor, dass in Christine Schneiders Mission die Wachen immer so drauf sind. Also die sind immer so sensibel. Zum dritten Mal in dieser Schicht. Also die sind paranoid. So, ich mach das jetzt mal so. Ich stell mich davor, dann geht die Tür nicht richtig auf. Okay. Jetzt hat's geklappt. Es war vielleicht ihn doch zu laut. Aber das, wie gesagt. Viele sagen ja, dass man Türen benutzt, kriegen die NPCs nicht mit, aber das ist totaler Quatsch. Okay. Oh, hier sind wir im Schlaraffenland. Kennt ihr Schlaraffenland? Ich kenne das Schlaraffenland. Und wie ich es gesagt habe, ein Ort ist so viel Loot. Aber es reicht noch nicht. Noch eine blaue Tür. Hallo? Ist der Händler da? So, die neue Lieferung habe ich endlich ausgepackt. Mir reicht es heute. Der Chef will, dass ich heute Abend hier bleibe und Inventur mache. Pa, ich mag nicht. Ich suche mir lieber eine neue Arbeit. Ob ich vielleicht in der Buchhandlung eine Anstellung bekomme? Ja, da kannst du gerne hingehen. Bei den ganzen Nulpen da. Fragen kostet ja nichts. Und bei dem bisschen, das ich hier verdiene, kann ich auch gleich aufhören zu arbeiten und betteln gehen. Ist das schlau, betteln zu gehen? Da kriegst du ja noch weniger. Und dafür, und du musst ja hungern und im Schnee hängen und... Also auch bei Kälte, da ist doch das hier angenehmer, definitiv. Also ich würde lieber einen Drecksjob haben, als arm irgendwo in der Gosse zu hocken. Das ist es, weil... Ist es das wert? Klar, jeder hat so seinen Stolz. Ist wie ein Lager hier. Oh, da hinten ist noch was. Jeder hat so seinen Stolz, aber trotzdem. Man muss immer überlegen, ob es das wert ist, weil du hast zwar deinen Stolz bewahrt. Oh, ich kann es schieben. Aber du lebst halt wie ein Stück Scheiße. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein, aber ich dachte, die Steine wären hier. Das heißt, hier muss irgendwo ein Secret sein. Ein Secret. Weil der hat ja die Steine bekommen. Beim Stadtpark waren zwar die Ruinen, aber da waren nicht die Steine. Oh.
Ein kleiner winziger Pupsschalter. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da unten. Okay. Hallo? Scheint mal noch ein extra Lager zu sein. Und da scheint noch was extra zu sein. Ja, natürlich. Oh. Wir haben Lars gefunden. Aber ganz ehrlich. Was ist das denn? Okay, gut. Der kann ja festmontiert sein. Aber trotzdem ist das ein bisschen bescheuert. Das erinnert mich an... Oh, ich habe ein, was weiß ich, ein Kartenspiel-Deck auf dem Tisch. Und das drehst du um und auf einmal öffnet sich was. Ich habe Lars gefunden. Tja, das war's. Mehr gibt's dazu nicht. Also Lars ist anscheinend, der wollte wahrscheinlich die Steine holen. Und ist verreckt. Und jetzt scheint sich hier fertig zu sein. Was? Dann sind die doch nicht beim Antiquitätenhändler. Hallo? Zeig dich! Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Okay, mehr scheint hier auch nicht in dem Gebiet zu sein. Wir haben ja noch dieses eine Lager da, oder diesen einen Abschnitt, wo wir noch nicht waren. Was ist das? Wer da? Und zwar da, bei dem Tor. Wie komme ich da rein? Ich müsste hier links vorbei. Nicht schon wieder. Das ist ja. Da kommt man ja nicht rein. Ach, ich try das jetzt einfach. Wir machen Hard Safe, falls irgendwas schief läuft. Und rein da. Ach, scheiße. Ich hab's gewusst. Ah, jetzt hat's geklappt. Hallo? Ist da jemand? Scheint wieder alles friedlich. Hey, wer bist du? Ach Mann, hier ist auch noch eine Wache. Zurück an die Arbeit. Wer bist du denn? Ich finde dich schon noch. Und jetzt hat er mich sofort verloren. Oder auch nicht. Ich bin ein Mann. Okay. Okay, jetzt kann ich ja gucken, was das ist. Ah, Daron Tarmis, Antiquitätenhändler privat. Es gibt kein Entkommen. Wer bist du? Okay. Ah, ich würde den Unsichtbarkeitstrank nicht verwenden. Wir können ihn aber den Eiltrank verwenden. Wo ist der Eiltrank? Hier. Hallo? Ist da jemand? Vielleicht. Egal. Ich weiß nicht, was es war. Ich würde gerne kurz aufstehen. Okay, da ist ein Typi. Da ist der Schalter. Oh mein Gott. Jetzt kommt ihr mit Ausrüstung an. Ich glaube, das Ding ist hier nichts wert. Glaube ich. Es scheint auch keinen Loot bei sich zu haben. Ah, so einen Mülleimer hatten wir auch schon mal als Secret-Button. Oh, das scheint noch ein richtiges Anwesen zu sein hier. Oh, hallo Pilz. Hallo. Okay, hier haben zwei Eingänge, wie ich sehe. Die Tür und die Tür. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, nicht sehr viele Wasserpfeile. Ich hätte nicht so viel verballern sollen. Ich hätte erstmal das Anwesen machen müssen. Verdammt. Vier Wasserpfeile, also müssen wir echt vorsichtig sein. Wer ist da? Und? Hast du was gesehen? Oh, hier ist echt heil. Okay, wir sind. Oh, Night Falcon. Wir sind im Anwesen von dem Typi. Wir brauchen ja eigentlich jetzt nur noch die Steine und ein bisschen Loot. Wenn ich jetzt hier den restlichen Loot finde, habe ich es geschafft. Ist ja ein fettes Anwesen, also es könnte sein. Also das sieht schon wirklich groß aus. Sind Sie das? Okay, hier sind verschlossene Türen. Das Gute ist, der hat die Tür nicht geöffnet. Also hinter den Türen müsste ich safe sein. Naja, fast.
Hier ist ein bisschen. Die sind durchsichtig, das ist natürlich nicht so schlau. Oh, hier ist noch was. Monatlicher Bericht. Geschäftsleiter wie nie, kein Wunder. Blabla, Weihnachtszeit. Ach, Buchhaltungskram. Scheint nichts Besonderes zu sein. Nee, das scheint hier nichts vom Wert zu sein. Okay, da läuft hier mal rein und raus. So, die Türen waren ja auch verschlossen. Oh! Hier brauche ich einen Key. Über mir ist auch eine Wache. So wie sich das anhörte. Wir bleiben erstmal unten, würde ich sagen, bevor wir hochgehen. Ja, ist auch überall hell. Wir haben nicht genug Wasserpfeile, um alle auszuschalten. Macht da jemand Lärm? Zeig dich! Da ist eine Wache. Okay, da ist eine Wache, da ist eine Wache. Hier ist noch ein Typ, ein Diener. Und hier ist eine Wache, die hier hin und her patrouilliert. Also wir haben hier zwei Wachen, die auf jeden Fall sich bewegen. Eine bleibt starr. Okay, ich warte jetzt erstmal. Also er geht da hinten lang. Links geht er rein. Und danach geht er wieder zurück, genau. So, und der Passant läuft da irgendwie querbeet. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ach du Scheiße, noch mehr Leute. Okay, was haben wir denn hier? Selbst im Kerl Lars scheint irgendwas über die Portalsteine in Erfahrung gebracht zu haben. Auch habe ich ihn mehrmals in der Nähe meines Geschäfts und meines Hauses herumschleichen sehen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Aber die Chance darauf, die Stadt Mereska zu betreten, werde ich mir von niemandem nehmen lassen. Niemanden. Und ich habe auch nicht vor, mit jemandem zu teilen. Jedenfalls ist mir der Typ einfach zu neugierig. Meine Männer werden sich bestimmt gerne um ihn kümmern. Okay, das haben sie auch. Da liegt Blut. Oh ja. Das hat reingehauen wieder mal. Wir sind aber gerade mal über der Hälfte. Ich speichere mal hier. Ich dürfte hier safe sein. Ich warte jetzt mal, ob hier gar jemand vorbeigeht oder nicht. Also hier kommt ja die Wache. Die geht ja da. Da ist ihr Schwert. Das hat man kurz gesehen. Und der Typ, der in grünen Pulli, der ist ja hier durchgelaufen. Oh, der geht hier rein. Ich habe gespeichert. Oh mein Gott. Ich habe nochmal ein schönes Bild davon gemacht. Na, wer macht da Geräusche? Was ist das? Okay, da geht dann da rein. Ich habe mich wohl getäuscht. Es gibt einfach keine Vögel mehr. Da war doch was. Okay, hier ist nichts. Vermutlich nur der Herr, der irgendwas überprüft. Okay, hier ist auch noch eine Wache bei der Küche. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf der anderen Seite von den zwei Türen. Okay, der geht hier auch lang. Hat der einen Key? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Okay, warte mal. Ich gehe mal die Küche entlang. Was ist da los? Oder kommt... Was ist da? Hast du was gesagt? Verdammte Ratten. Wer weiß, was das wieder war. Scheiße. 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 Nichts zu sehen. Hast du gehört? Was geht hier vor? Verdammt. Nein, 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 du kommst hier nicht rein. Beruhig dich wieder. Schlüssel zur Vorratskammer. Ach, ich will nicht safen. Ist das die Vorratskammer? Es ist die Vorratskammer. Ah.
Oh, na natürlich, noch mehr Käse. Ach, und das ist nichts wert hier. Das goldene Zeug und überall Essen. Das ist crazy. Aber crazy. Okay, läuft wieder einer rein, oder? Ich mach mal ein extra Save. Das Gute, ich könnte ihn sogar hier einschließen. Glaube ich. Ist der paranoid? Ne, er ist nicht paranoid. Okay, wo geht's hier hin? Okay. Ich glaube, das muss man doch mal öffnen. Oh, das ist wieder ein anderer Bereich. Okay. Also brauchen wir da auf jeden Fall noch einen Key. Ach, fick dich! Scheiße. Meine Nerven. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Da war zwar noch was in der Spüle, aber ich weiß nicht, ob diese Schale was wert ist. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, der ist jetzt da hinten. Dann kann ich jetzt wieder hier reingucken. Okay, hier geht's wieder nach oben. Nach oben wollte ich noch gar nicht. Oh. Ach, natürlich. Ich hoffe, der geht hier nicht rein. Noch mehr Wasserpfeile. Das ist so gut. Jetzt kriege ich die Ausrüstung, die ich die ganze Zeit brauchte. Und noch sehr viele Blitzbomben. Ich weiß nicht, ob die Wache schon da ist. Ah, sie kommt gerade. Wer ist da? Hallo. Da kommt auch noch eine Wache. Was ist das? Wer da? Oh mein Gott, jetzt sind so viele Leute. Alles ruhig. Maria. Ist da wer? Oh mein Gott. Und Apfel. Oh mein Gott. Das war so knapp gerade. Okay, ist eine Bedienstete. Die geht da rein. Da ist noch eine Truhe. Okay, die ist eine Weile. Wo war das dort? Also. Ich habe es gesehen. Also was heißt eine Weile? Das ist eine kurze Gut, Zeit dass weg. Ich mich getäuscht habe. Ach, es ist abgeschlossen, okay. Ich dachte erst, ich habe umsonst den Dietrich rausgepackt. Eine Schere. Oh, die ist was wert, okay. Ah, ich weiß nicht, ob die Harvest was wert ist. Was steht denn hier? In meiner neuen Einstellung ja, habe ich wirklich kein Glück. Susanne heißt sie. Oh, das Loot. Ob das funktioniert? Oh mein Gott, ich bin so smart. Oh, hier ist auch noch was. Wir kommen unser Loot-Ziel immer näher. Hier ist auch noch Zeug. Da oben scheint nichts zu sein. Okay, ich muss warten, bis die Frau raus ist. Dann gucke ich den Gang nochmal entlang. Ich hoffe, dass die Wache nicht da ist. Glaubst du, da ist was? Nein! Diese Leute kriegen das mit, wenn man Türen öffnet! Und niemand glaubt mir, dass das so ist! Oh, ich höre die Wache. Bist du's? Ah! Okay, hier ist. Oh, Toiletten. Toiletten. Aber auch wieder was versteckt. Und das finde ich ganz gut, dass man wenigstens auf den Toiletten mal was findet. Okay. Machen wir mal hier nochmal einen Hard Save.
Okay, wir sind bei 3700. 1300 Loot fehlen mir noch. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, dass wir es hier den Rest zusammenkriegen. Also bis jetzt waren wir nur ein paar Räume und die haben echt viel schon zusammen gecached. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder. Da liegt nichts auf dem Tisch, was Wert hat, oder? Geht der? Kommt der? Okay, wir warten. Achso, was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe doch irgendwas geklaut. Kellerschlüssel. Vielleicht ist das der Keller da hinten. Wir warten mal, bis der die Wache da hinten wieder rauszieht und dann gucken wir mal. Weil da hinten gab es keine Verbindung zu den anderen Stockwerk. Das war für sich separat. Der Koch hat für uns heute das waren ja sozusagen die Wachquartiere oder Dienerquartiere. Bin ja mal gespannt. Ich wette, der Baron stopft sich ständig Fleisch in seinen fetten Bauch. Und nicht nur Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Okay, hier scheint... Hallo, wer? Hier scheint ich nichts vergessen zu haben. So, wo ist mein Key? Wo ist mein Key? Okay. Hier scheint auch eine Wache zu sein. Ich höre jemanden. Oh, ein Lager. Der wird doch hier nicht reinkommen wollen, oder? Stecken uns mal hier hinten. Oh, hier ist auch noch ein Loot gewesen. Kuckuck. 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 Hey, der hat einen Key. Ist dort jemand? Scheint alles ruhig. Ah, Kellerschlüssel. Ja, ist ja klar. Er muss ja auch wieder rauskommen können. Nee, das war bestimmt auch wirklich nichts. Hier habe ich jetzt scheint alles zu haben. Okay, hier im Keller. Was könnte hier sein? Vielleicht die Steine? Ich habe extra... Ich brauchte wirklich einen langen Weg jetzt, um den Keller zu erreichen. Okay, das ist verschlossen durch eine andere Sache. Jetzt sind ja hier die Steine. Oh, oh, er kommt zurück. Davor und lasst euch erkennen. Ein Hammer. Oh, der gute alte Drildo. Sekundenkleber, den brauche ich nicht. Kein Secret oder so. Dann ging es ja noch weiter. Noch mehr verschlossene Sachen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich höre auch jemanden. Ist das vielleicht jetzt hier so... Versteck im Versteck. Oh, ein Weinkeller. Also das sieht doch aus wie ein Secret. Warte, wir safen. Ich lade lieber mal. Bin mir nicht sicher, die sind alle sehr fickrig. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Okay, hier muss also irgendwo ein Schalter sein. Vielleicht bei den kleinsten süßen Fass der Welt. Das ist aber wirklich ein kleines süßes Fass. Hä? Da hinten ist nichts. Wo könnte hier ein Schalter sein? Ich habe keinen Seifer, oder? Ich habe keinen Seifer bekommen. Ich habe nur noch einen Gasheil bekommen. Im Rahmen irgendwo? Moment! Wir spielen eine Christine Schneider-Mission. Willst du mich verarschen? Okay. Okay, das ist ein geheimer Keller. Weinbereich. Vielleicht trinke ich später ein Gläschen. Ja, aber ich dachte, hier wären jetzt die Steine. Es hat aber ganz gut Cash gegeben. Nein, der Apfel ist kein Schalter. Also jetzt hört's aber auf. Okay, wir machen das Ding wieder zu. Ja, natürlich, es ist... Wie funktioniert denn sowas bitte? Als wenn niemand dieses Glas verwenden würde. Das ist doch kein Versteck. Mir sind jetzt gerade die kleinen Fässer da oben aufgefallen.
Achso, ich kann ja den Kellerschlüssel hier lassen. Was war das für ein Geräusch? Okay, wenn der denn da hinten reingeht, können wir wieder raus. Okay, im Keller war es auch nicht. Aber wir waren noch nicht in der oberen Etage, also irgendwo werden die Steine sein. Ich hoffe nur alle zusammen an einen Fleck. Die hören das. Die hören das, wenn ich die Türen benutze. Und teilweise ist es auch schon allein, wenn sie es sehen, ist das schon... Bup. War da nicht hier? Oh shit. Ich dachte, ich hätte... Oh, ich muss vorsichtig sein. Wer weiß. Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass der Grüne hier durchläuft, während ich hier bin. Okay. Oh Gott, bin ich safe? Okay, in den Raum da reinzukommen wird ein bisschen schwerer. Ich glaube, wir sollten... Hilfe! Ah, leck mich doch! Ich war zu langsam. Ich hätte oben bleiben sollen. Okay, also. Licht aus. Licht aus. Wer ist da? Hallo. So, und jetzt da drinnen. Wer war das? Es ist hier immer so dunkel und bedrückend. Hilft mir denn keiner? Aber ist das euer Scheißernst? Oh, ich habe eine Tür geöffnet und Licht ausgemacht. Hier ist irgendwas nicht ganz okay. Das könnte ja nicht der Wind sein. So, warte mal, ich mache jetzt nochmal die Tür auf. Wer stört meine Ruhe? Wer ist da? Sprecht. Fackeln sollten nicht einfach ausgehen. Jemand könnte fallen. Ja, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Dass der Typ danach reingeht. Das ist quasi, die wurde getriggert. Fackeln sollten nicht einfach ausgehen. Jemand könnte fallen und sich verletzen. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst! Warte, ich hau einfach ab. Ich weiß nicht, ob es das was bringt. Oh Mann, ich hab gespeichert! KI ist so broken. Die sehen nur, das Licht ist aus und drehen völlig am Stock. Ah, wer war was das? Was war das für ein Geräusch? Fackeln sollten nicht einfach ausgehen. Jemand könnte fallen. Ah. Halt! Hilfe! Hilfe! Es ist der Typ. Es ist der Typ. Der Typ macht alles kaputt. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich lock den an. Warte mal. Fackeln sollten nicht einfach aus... Oha, was war das denn? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich zwar ihn getriggert, aber jetzt dürfte er nicht mehr die... Nicht schon wieder. Passanten. Wir brauchen dringend bessere Fackeln. So. Es hat funktioniert! Ich habe sie... Der ist reingekommen und hat Scheiße gelabert und die sind sofort durchgedreht. Was ist los? Okay, jetzt muss ich irgendwie... Was war das? Ich muss irgendwie den Dings löschen. Wir erzählen die Hallen von ihrer Vergangenheit. Perfekt. Okay, komme ich hier einfach rein? Okay, das funktioniert. Oh, hier ist sehr viel. Oh ja. Und damit haben wir das Loot-Ziel erreicht. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Okay, da hinten ist auch noch was auf dem Tisch. Da hinten ist noch was. Komme ich hier ran? Okay, ist noch... Ist hier hinten alles dunkel? Ah. Ha 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 ha!
Okay. Der hat den Schlüssel. Das ist das Büroschlüssel. Das könnte der sein, wo wir vorher nicht reinkamen. Oh mein Gott, ich bin einfach gefallen. Okay, jetzt ist alles gut. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Ich habe noch mein... Ja, ich habe noch meine 6 Wasserpfeile. Also, ich dürfte den Rest schaffen. Wir müssen wahrscheinlich nämlich das Foyer auch noch dunkel machen. Achso, warte mal, komme ich jetzt an den ran? Ja. Okay. So, jetzt können wir ins Foyer gehen. Der Typ geht gerade. Was ist das? Wer da? Weil hier ist es anscheinend zu hell. Und wir müssen ja irgendwann da hoch. Also ich würde sagen, wir machen die Fackel aus. Und wir machen die Fackel aus. Macht da jemand Lärm? Und da drüben wahrscheinlich auch noch. Tauschen diese Dinger wohl ständig aus. Die sind sehr, sehr... Diese Fackel muss ich auch noch ausmachen. So. Okay, jetzt darf ich nur... Muss ich nur aufpassen, das ist Glas. Das heißt, die Wache kann mich hier durchsehen. Eine Feder. Oh Gott. Eine Feder. Was ist das? Schlüssel zum Kinderzimmer. Okay. Eine Feder! Eine Feder! So, ist die Wache jetzt gerade da? Was steht denn hier? Meine Vermutung richtig sind die 3 magischen Steine, 3 von 5 Portalsteinen. Das wird immer wieder wiederholt, die ganze Kacke. Und was steht hier? Sie haben in ihrer Angst vor irgendwelchen Monstern die Mauer nicht schnell genug fertigstellen können. Sobald der Schneefall aufhört, werde ich mit meinen Männern losziehen und nach einem Schlupfloch in dieser Mauer suchen. Aber niemand darf davon erfahren. Die Schätze von Meresk gehören nur mir. Ist hier noch ein Secret? Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Wir warten erstmal, dass der Typ wieder raus ist und dann gehen wir eins höher. Und da wird wahrscheinlich dann irgendwo da die Schlafgemache sein. Mit Kinderzimmer, wo extra ein Schlüssel dafür hier im Büro versteckt wurde. Also gehe ich mal davon aus, dass im Kinderzimmer die Steine versteckt wurden? Weil warum sollte man sonst so eine Schnitzeljagd draus machen? So, das hier... So, jetzt müsste es dunkel genug sein. Genau. Da hinten ist zwar noch ein bisschen hell, aber ist egal. Hast du irgendwas bei dir? Seltsame Geräusche. Jemand sollte sich darum kümmern. Ach, jetzt kann ich das Teeservice mitnehmen. Schöne Bilder. Komme ich hier hinten lang? Ohne gehört zu werden? Ohne gesehen zu werden? Okay. Ah, das ist ein Holzsofa. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu stark drauf springe. Okay, das ist die Mama wahrscheinlich. Oh, da hinten ist eine Wache. Okay, die ist jetzt hier hinten lang gelatscht. Das heißt, wir haben hier nicht viel Zeit, diesen Raum hier zu durchsuchen. Steht hier. Ach, wie schnell war unsere Tochter groß. Mir ist, als wäre es gestern gewesen, dass sie noch ein Baby war. Nun ist sie schon eine richtig junge Dame geworden. Ich werde wohl langsam alt. Warum hat er das geschrieben? Naja, okay, das Kinderzimmer ist vielleicht nicht mehr was für sie. Und deswegen hat er sie zur Schatzkammer umgewandelt, oder? Könnte das sein? Ist jetzt nur Vermutung. Sie das? Okay, das scheint das Kinderzimmer zu sein. Sieht doch sehr verlassen aus. Vor allem wohnt hier keine junge Dame. Okay. Wenn ich nicht ein Schalter wäre, wenn ich Christine wäre, wo würde ich den dämlichen kleinen Schalter verstecken?
Ein Barrahmen nicht. An Schrank? Hinter. Hinter dem nicht. Der Teddybär? Ach. Oh ja, Bingo. Wir haben sie. Ja, damit sind wir fertig. Ich hätte gedacht, dass der Teddybär der Schalter wäre. Und er musste seine Tochter immer verbieten, mit dem Teddybär zu spielen. Auch abgeschlossen. Ich sollte nicht bei offenen Türen so schnell speichern. Okay, das scheint ein Warteraum sein. Warum war der verschlossen? Hier scheint alles verschlossen zu sein, oder? Oh, ich kann hier einfach rein. Okay. Das scheint das Schlafzimmer zu sein von den beiden. Okay, hier war Loot drin. Ach, Münzen. Und am Bett. Hier schlafen die Eltern. Oh, ja, gib mir jetzt noch Wasserpfeile. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Kein Ring oder sowas? Normalerweise ist es meistens ein Ring im Badezimmer. Und hier wird wahrscheinlich die Tochter jetzt schlafen. Oh. Eiertrank, ich hab's auch eilig. Hängt schon zu lange in dieser Mission. Ich verliere schon den Verstand. Und auch wieder ein Badezimmer. Und da liegt ein Ring. Aber keine Wasserpfeile für den Garrett. Okay, wir haben jetzt über 6000. Wird wahrscheinlich nicht mal annähernd das Maximum sein. Wie ich die gute Christine Schneider kenne. Deswegen würde ich jetzt meinen, es ist mir egal. Und das Traurige am Ganzen ist, diese ganze Loot werden wir nicht in die nächste Mission mitnehmen. Da bin ich ganz stark davon. Da gehe ich ganz stark davon aus. Und der Typ kommt wieder. Da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir das ganze Loot nicht verwenden können, um in der nächsten Mission das auszugeben. Was das Ganze noch so bitter macht. Weil so könntest du sagen, geil, so viel Loot, jetzt kannst du auch mal richtig auf die Pauke hauen mit einem Einkauf. Aber nein. Nein, 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 nein. Natürlich nicht. Okay. Jetzt nur noch eigentlich... Genau, wir sind jetzt theoretisch fertig, ja. Wir müssen jetzt nur noch zu den Ruinen. Hörst du was? Sieh doch dort. Ich sehe schon Gespenster. Hier ist ja nichts, oder? Genau, hier ist nur so eine Laterne. Sieht ja echt hübsch aus. Wir könnten jetzt den Unsichtbarkeitstrank verwenden. Sind Sie das? Wie immer, nichts wirklich Aufregendes. Beziehungsweise es gibt ja noch den Raum hier. Hier drinne war ich noch nicht. Da scheint nichts mehr zu sein. Wie auch was? Also wir könnten, also ich weiß nicht, ich glaube, das Knacken funktioniert hier nicht. Ich probier's mal. Siehst du was? Unsinn. War vermutlich nur ein. Was war das? Da ist ein Typ. Okay, warte mal. Scheint wieder alles friedlich. Der guckt mich direkt an. Und ich habe hier keine Fackeln zu löschen. Was war das? Okay, hier hat Würstchen. Okay. Wow, wegen einer Münze? Der ist einfach pleite, der Typ. Okay, warte mal, dann machen wir es ganz einfach. Und sich jetzt ganz Trank. Ich dachte, ich hätte was gehört. Und schnell den Eiertrank rausholen. Ich sehe schon Gespenster. Ah, ich weiß nicht, wofür das Bild jetzt da ist. Das weiß ich immer noch nicht. Seltsamer Laut. Okay. Ich habe bestimmt Sachen verpasst.
Aber ganz ehrlich, wir haben genug gesehen und wir waren jetzt auch überall. Und jedes einzelne Part war echt schwer und ich bin echt... Da muss ich mir wirklich auf die Schulter klopfen. Ich habe es geschafft, diese Mission ohne ein K.O. zu machen, obwohl es nicht darauf ausgelegt war. Und das war nicht leicht. So. Wir sind durch. Wir sind durch. Oh mein Gott. Noch so viel Stress an so ruhigen Tagen. Okay, was ist die Statistik? Ja, natürlich sind das über 9000 und keine Secrets. Also alles, was so Secret ist, wird nicht mal angezählt. Typisch. 10 von 10 Taschendiebstähler dafür aber. Über eine Stunde haben wir gebraucht. Naja, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall nicht nur 5000, wir haben sogar ein bisschen mehr gemacht. Da bin ich ganz froh darüber. Ja, zu der Mission. Das geht ganz einfach. Also, wie ich schon oft erwähne, ist das der Gameplay-Part bei Mission von Frau Schneider halt nie besonders gut. Was genau hatten wir hier zu tun? Wir mussten einen Typen finden, der in einem Secret versteckt war. Und wir mussten Steine finden. Erstmal die Hinweise auf die Steine erstmal und dann die Steine. Was auch wieder durch den Schalter versteckt war. So, wie war der ganze Ablauf dahin? Durch alles Räume durchforsten und also durchsuchen und Wachen ausweichen und Zivilisten ausweichen und Sachen nehmen. Und der Loot-Part ist sowieso immer ein Graus, wenn du so viel Sachen sammeln musst. Ich sag mal, das braucht man einfach nicht. Der Loot-Wert ist einfach zu hoch. Es gibt bestimmt Leute, die das mögen, oh, viel klauen und so, aber das hat doch gar keinen Wert mehr, wenn du in einen Raum reinkommst, das hatten wir ja beim Antiquitätenhändler, das ist einfach über 1000 Loot einfach so gemacht. Zack, 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 zack. Wozu dann überhaupt die kleineren Fische noch farmen? Hier, wir haben über 6000 sogar zusammengekriegt und 5000 brauchte ich. Also definitiv nicht spielenswert in diese Richtung. Also, wenn es jetzt, wie gesagt, nicht so gut aussehen würde, die Mission, dann würde ich sagen, nein, Finger weg davon, definitiv. Stellt euch mal vor, das wäre eine von 99, eine erste Fanmission für Thief 1. Und die würde so ausgelegt sein, die würde keinen Schwanz mehr anfassen oder spielen. Würde keiner machen, weil es einfach keinen Spaß macht. Wir sind aber jetzt ein bisschen weiter und da kommen wir halt an den Punkt, die Mission wirklich gut ist. Es sieht optisch wirklich gut aus. Das, wie gesagt, man kann sagen, was man möchte, aber optisch... Das ist auch der Grund, warum viele zu diesen Missionen immer noch greifen, weil sie wunderschön aussehen. Wie gesagt, auch wenn die KI halt furchtbar ist und immer nicht gut gesetzt ist und auch viele Orte halt dann so keinen Sinn ergeben, es ist trotzdem sehr schön dekoriert. Es ist sehr viele verschiedene neue Objekte reingemacht worden. Gerade hier mit dem Schnee, dass der Boden uneben war. Das ist alles so schöne Details. Wunderschön, wirklich wunderschön gestaltete Fanmission. Da kann man wirklich nicht meckern. Aber muss man denn dafür immer so auf Krampf spielen, nur um das Schöne zu sehen? Ich frage euch. Ne? So, und zur Story. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe immer noch keine Ahnung, warum wir den... Also ja, wir müssen den Night Falcon vom Fluch befreien. Und dafür müssen wir in die Ruinen kommen. In diesem Part der Mission war es ja eher so, dass wir... erstmal den Zugang finden und die Geschichte dahinter. Ist in sich sehr interessant, aber so viel ist es auch wieder nicht, weil letztendlich war es wirklich, kann man es echt schnell zusammenfassen. Es gibt 5 Steine, um einen Zugang zu, also um ein Portal zu öffnen, der zu dieser Mereska-Ruin führt. Und da muss dann der Night Falcon vernichtet werden. Wie es weitergeht, erfahren wir natürlich erst in der nächsten Thief-Fanwish wieder. Deswegen reicht es erstmal für heute. Ich verabschiede mich von euch und ich wünsche euch schöne Weihnachtstage. Macht's gut. Tschüss.